Tim, Kleindienst, Alter. Ich will ein Kind von dir, Bro. Was geht, Freunde? Und damit herzlich willkommen zum Bundesliga-Rückblick des 9. Spieltags. Wir haben den vorletzten Spieltag vor der LSP hinter uns gebracht. Wir haben nächste Woche nochmal einen Spieltag und dann geht's wieder mal rein in die Länderspielpause. Und wen wir da mit Sicherheit auch sehen werden, ist der besagte Tim Kleindienst. Das hier ist so ein bisschen die Immediate Reaction. Ich komme gerade vom Wochenendtrip aus Gladbach zurück. Ich habe mich ja 3 Tage mit den Boys getroffen aus den Kickbase-Ligen, mit denen ich öfter mal ein paar Stadiontrips mache. Und wir waren unter anderem das Spiel Bremen gegen Gladbach gucken. Das hier wird jetzt kein Intro-Video sein, es wird auch kein Vlog geben. Wenn ihr so ein bisschen was von dem Wochenende hören wollt, dann hört euch heute die Podcast-Episode an. Fernschuss-Podcast findet ihr auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Da werde ich zusammen mit Paul so ein bisschen das Wochenende rekapitulieren. Wir werden über alles Mögliche reden, was passiert ist. Und glaubt mir, es ist wirklich viel passiert. Und ja, wir haben einfach mega Bock, da ein bisschen drüber zu reden. Deswegen heute die Podcast-Episode gerne abchecken. Es lohnt sich wirklich. Und wir gehen rein in den Bundesliga-Rückblick. Yes, Sir. Und als wäre es nicht eh schon so ein geiles Wochenende gewesen, bin ich auch noch Spieltagssieger geworden mit 1162 Punkten. Natürlich angeführt von Tim Kleindienst. 3 Assists live im Stadion, 266 Punkte. Ich liebe diesen Mann einfach. Es ist so dermaßen geil. Es lief aber auch gefühlt alles andere gut, außer meine 2 Stürmer-Gambles und das Friedel-Eigentor. Sonst ist wirklich alles an dem Wochenende gut gelaufen, was hätte gut laufen können. Tuta 7 Tore, Tabsoba mit 2-0-Bonus, Jamal Musiala, okay, da geht vielleicht ein bisschen mehr. Remberg, mein 500k-Lückenfüller mit einem grünen Balken. Zentner wieder 156 Punkte. Romano Schmid bei einem 4-1 82 Punkte. Es hätte kaum besser laufen können. Augsburg hat fast noch 2-0 gespielt, dann wäre Raube Leo noch mal krasser gewesen. Aber ich werde mich auf gar keinen Fall beschweren. Wie gesagt, 1162 Punkte. Pieringer war ein bisschen enttäuschend, hätte ich ein bisschen mehr erwartet, aber dafür habe ich dann, wie gesagt, natürlich den Remberg 2-0-Bonus bekommen. Von daher war es jetzt auch halb so wild und Junior Adamu auch wieder ziemlich enttäuschend. Wenn wir über alles heute im Podcast reden oder morgen in der MTG-Episode, wenn ihr Fragen habt, ob ich die Spieler behalte, bla bla bla, dafür ist heute nicht die Zeit da. Deswegen einmal der Gesamtspieltag. Ich gewinne das Ding back-to-back Spieltagssieger mit 1162 Punkten. Ich habe ja schon, wie ihr wisst, letzte Woche gewonnen und schiebe mich damit, wie ihr seht, auf Platz 5 vor, meine lieben Freunde. Ich komme langsam ran. Platz 5 gesamt in der Liga, habe damit Jakob und Paul überholt und ich kratze so langsam oben an der Spitzengruppe, meine lieben Freunde. Es sind nur noch 800 Punkte Abstand auf Paul circa und wer weiß, vielleicht kann ich mich in den Winter noch weiter in der Top 5 drin halten. Das wäre überragend, da wäre ich sehr, sehr happy mit der Hinrunde. Mal gucken, was das noch wird. Wie gesagt, über das Team und wie ich damit weiterhin plane, werden wir dann morgen reden. Also gerne morgen die MTG-Episode abchecken. Wir können gerne noch kurz in meine Challenge reingehen, Championship. War unspektakulär. Es hätte richtig knallen können, wenn Bremen nicht so reingeschissen hätte. Dann wäre das eine 10 von 10 Championship gewesen. Wenn die 3 Bremer auch noch geknallt hätten, dann wäre das hier brutal gewesen. Aber ja, wenn du Mitch Weiser aufstellst mit gelb-roter Karte, dann ist das natürlich am Ende schwer machbar. Trotzdem 1400 Punkte, das hätte wirklich brutal werden können. Meine eigene Challenge war Katastrophe, die will ich euch auch gar nicht zeigen. Aber natürlich einmal hier Ben Jumper beglückwünschen. Du hast 3 Monate Kickbase-Member-Abo gewonnen. Schreib mir gerne eine Mail mit Beweisbild und dein Profil, dass du das wirklich bist, an die E-Mail, die in der Infobox ist, thekickbaseguide@gmail.com. Und Freunde, ich würde sagen, damit gehen wir rein in die Matchups und starten natürlich wie immer mit dem Freitagabendspiel. Das war diese Woche Leverkusen gegen den VfB Stuttgart. Wir haben alle ein Spektakel erwartet und es war dann am Ende so ein bisschen, ich würde es als modernes Topspiel bezeichnen. Na, für die Leute, die Premier League verfolgen, die City gegen Arsenal spielen in den letzten Jahren, das war für mich genau so ein Spiel, wo beide Trainer oder beide Mannschaften einfach zu gut sind in gewissen Strukturen und die bei dem Gegner einfach super gut eliminieren können und gleichzeitig der Gegner dann auch zu gut gegen einen verteidigt, um am Ende hier ein Türchen zu machen. Und es ist genau das bei rumgekommen. Leverkusen war hier, ich fand keine Mannschaft wirklich besser. Es gab Passagen, wo die eine besser war, Passagen, wo die andere besser war. Ich finde, 0-0 ist absolut gerechtfertigt, weil beide sich dann zu wenig qualitativ getraut haben, um hier nochmal ein bisschen mehr bei rumzunehmen. Stuttgarter Punkte dementsprechend mit zu 0-Bonus auch stabil. Henry Chase,
für mich zwischen Genie und Wahnsinn. Ich fand, der hat manche Aktionen gehabt, wo der wirklich unfassbar krass war. Und dann manche, die dann so richtig Harakiri waren. Aber der macht immer noch einen guten Eindruck. Also für das, der vor der Saison eigentlich gar keine wirkliche Rolle gespielt hat, macht er das hier sehr gut. Außer, also abgesehen davon, wird nächste Woche Chabot wieder spielen. Also keine perspektivische Relevanz, aber wollte ich nochmal positiv raushebeln. Auf der Leverkusener Seite fällt Terrier aus. Deswegen wird mit Frimpong und mit Mukiele gespielt. Mukiele, würde ich sagen, unglückliches Spiel, war auch sehr sauer bei seiner Auswechslung und hat sich, glaube ich, auch leicht verletzt gehabt bei dem Spiel. Ja, war jetzt auch nicht wirklich spektakulär. Frimpong auf der Halbposition hat Spaß gemacht, aber Frimpong hat einfach nicht das Endprodukt, um wirklich dieses Weltklasse-Level zu erreichen. Also ich finde, der hängt immer noch so ein bisschen hinterher qualitativ bei der Werkself, ist wirklich einfach schwierig. Und dann, wie gesagt, auch hier, man ist am Ende zu vorsichtig gewesen. Grimaldo hat mal wieder eine Prime-Grimaldo-Performance rausgehauen und boostet sich damit dann auch direkt hoch auf ein 164er Average. Nachdem die letzten Wochen eher so ein bisschen unglücklich waren für die Manager, hat er da ein sehr, sehr gutes Spiel, ein sehr, sehr gutes Rohpunktespiel gemacht. Und ansonsten natürlich Flo Würz und Xhaka wie immer die absoluten Dauerperformer. Ich kann nicht viel mehr zu dem Spiel sagen. Für mich war es ein, wie gesagt, ein modernes Topspiel, würde ich es bezeichnen. Wirklich was rausheben kann ich an der Stelle nicht. Was sollte man mit Terrier machen? Ich war eh nicht so mega davon überzeugt, wie er gepunktet hat. Also würde ich ihn wahrscheinlich tendenziell auch abgeben. Wir kommen zu Holstein Kiel, die endlich ihren ersten Bundesligasieg einfahren. Und wenn man dann so ein bisschen das 7:2 von Frankfurt-Bochum in den Hinterkopf holt, dann waren das schon absolute Big Points. Wird es den Holsteinern am Ende was bringen? Weiß ich nicht, aber es war wichtig, um halt eben diesen Anschluss zum Relegationsplatz nicht komplett zu verlieren. Für Bochum sieht das mittlerweile echt düster aus und auch das Spiel sah wirklich sehr düster aus. Und das, obwohl man einen frischen Trainerwechsel hinter sich hat. Gut, gegen Bayern kannst du verlieren, jetzt gegen Frankfurt 7:2. Kommen wir, wie gesagt, später zu. Wir bleiben erstmal beim Kiel-Spiel. Erstmal sehr guter Auftritt von Kiel. Muss man einfach mal positiv rausheben. Also die haben sowieso bisher die Saison über sehr, sehr gute Spiele gemacht, aber in dem Spiel fand ich sie wirklich ziemlich überzeugend und haben sich die 3 Punkte für mich auch vollkommen verdient. Es ist interessant, weil es echt ein paar taktische Wechsel gab, die am Ende dann einen großen Impact hatten, wie zum Beispiel ein Harris, der, wie ich finde, richtig geile Ansätze gezeigt hat. Also der hätte im Spiel hier bestimmt 4-5 Tore machen können. Der war richtig, richtig gut drin. Also den kann man sich auf jeden Fall auch mal mitnehmen für 1,3 Millionen, wenn man Bock hat auf Kieler Spieler. Muss jetzt nicht unbedingt sein, aber als Lückenfüller kann der auf jeden Fall ganz cool sein, weil er wirklich ehrlich gut war, hat auch viel Lob bekommen. Das kann man auf jeden Fall positiv rausheben. Und auch ein Remberg, so, es ist halt mega funny, weil man nicht mal wusste, ob er überhaupt spielen wird, aber der hat auch ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht und ist da ganz gut mit drinne gewesen. Es hat einfach gepasst. Für mich hat es einfach komplett gepasst. Auch die Halbzeitwechsel waren sehr gut gewählt, dass man dann ja fast schon so ein bisschen ballsy einen Gigovic und einen Becker rausnimmt, die eigentlich in den letzten Wochen absolute Leistungsträger waren und dann andere Leute bringt, die richtig, richtig geil gehittet haben, direkt nach Einwechslung. War einfach ein Top-Spiel und die Kieler verdienen sich hier den 1:0-Sieg. Am Ende das Tor durch Patrick Erras mit Geschwill-Vorlage. Und auf der Heidenheimer Seite, es wirkte wieder so ein bisschen wie diese englische Wochenlethargie, vor der wir vor der Saison gewarnt haben, dass der Kader natürlich an sich gut ist, aber für wirklich diese dauerhaften englischen Wochen, wie wir es dieses Jahr haben, ist es einfach relativ schwer. Und das hat man jetzt gemerkt, die wirkten müde, die Zielstrebigkeit war nicht ganz da. Man hatte wieder mal genug Gelegenheiten, wie letzte Woche mit einem Bräunig, hatte man die jetzt auch diese Woche, das Spieler teilweise das leere Tor nicht treffen etc. Also man hätte hier auch mehr nehmen können, aber ich möchte den Kielern hier gar nichts wegnehmen. Punktemäßig sieht es dann auch in Ordnung aus. Und nochmal Props an die Kieler, haben sich auf jeden Fall, wie gesagt, redlich hier verdient. Wolfsburg-Augsburg war das, ja, so ein bisschen erwartete, schwächere Spiel, zumindest von dem, was beide Mannschaften als Intention hatten, denn die Devise war hier, die Mannschaft, die weniger vom Ball hat, wird das Ding wahrscheinlich ziehen und so ist das Spiel auch abgelaufen. Am Ende hat Wolfsburg dann ein bisschen mehr vom Ball gehabt, was ihnen dann auch nicht wirklich gut getan hat, weil Wolfsburg in den letzten Wochen auch immer eine absolute Umschaltmannschaft war und auf der Gegenseite mit dem FC Augsburg eine Mannschaft, die natürlich dann liebend gerne auch den Ball hergegeben hat und so ja auch das 1:0 erzielt, indem sie eben mal ein bisschen Umschaltbewegungen initiieren können. Am Ende ist dann eine Mähle-Vorlage auf Amura Tor und das Ding geht 1:1 aus und ich bin euch ehrlich, ich weiß nicht großartig, was ich zu dem Spiel hier viel sagen soll. Bence Dardai würde ich ihn einfach mal nennen, 116 Punkte, hat mir auf jeden Fall gut gefallen, fand ich schon im Pokal ganz cool und jetzt auch hier nochmal das Vertrauen bekommen, durchgespielt, guten Job gemacht, also auf jeden Fall mit 116 Punkten ein guter Mann, kann man sich mal reinpacken, hier auf jeden Fall, wie ihr seht, auch ganz gutes Rohpunktepotenzial, aber auch, wie gesagt, wohlgemerkt, weil Augsburg das auch dankend zugelassen hat. Ansonsten war Wolfsburg die ein bisschen punktedominantere Mannschaft, liegt aber, wie gesagt, vor allem daran, dass sie eben mehr vom Ball hatten. Am Ende macht Tietz das Tor, wie ihr wisst, und ja, auch bei den Augsburgern gibt es für mich recht wenig rauszuheben.
Das Programm ist in Ordnung. Also eventuell kann man mal auf den Augsburger Gamel gegen Hoffenheim. Kann ein lukratives Spiel sein. Die sind nicht schlecht in Form. 2-1-Sieg gegen Dortmund, 1-1 gegen Wolfsburg und im Pokal souverän gewonnen. Who knows? Nächstes Spiel gegen Hoffenheim kann man sich mal durch die Woche den einen oder anderen vielleicht mitnehmen. Zum Spiel sonst gibt es für mich wenig, was ich noch erwähnen möchte. Die Hoffenheimer mit einem komplett blutleeren Auftritt verlieren 0-2 gegen den FC St. Pauli, der wieder mal so ein bisschen diesen extrem guten Konterfußball ausnutzen kann, wie zum Beispiel auch das zweite Torfeld nach Vorlage von Jackson Irvine auf Albers. Und Pauli belohnt sich auch hier ähnlich wie Kiel für die guten Leistungen in den letzten Wochen. Und Hoffenheim zeigt mal wieder, warum sie dieses Jahr einfach im Abstiegskampf voll mit drin sind und da wahrscheinlich auch nicht unbedingt rauskommen werden, denn ja, viele haben die in dem Spiel nicht gemacht. Also ganz ehrlich, das ist halt einfach viel zu schwach. Die haben einen Kader vom Herren und schaffen dann nicht mal annähernd irgendwie Qualität auf den Platz zu bekommen. Es juckt am Ende keinen, aber es ist halt wirklich extrem schwach. Und gerade für uns Kickbase-Manager, wir waren schon gehypt, weil die echt ein geiles Programm hatten. Wie jetzt seht, Bochum, Heidenheim und Pauli, das sind halt drei Gegner, wo du eigentlich ganz geile Punkte erwarten kannst. Ja, gegen Bochum spielst du 3-1. Das war tatsächlich ganz gut, aber Bochum ist mit einem Punkt letzter Platz in der Bundesliga. Also ob man das jetzt so hochstellen sollte, weiß ich nicht. Letzte Woche das Spiel gegen Heidenheim war bodenlos und jetzt verliert man zu Hause 0-2 gegen Pauli. Hoffenheim ist dieses Jahr definitiv eine Mannschaft, die da unten mit drinne steckt und da wahrscheinlich auch so schnell nicht mehr rauskommen wird. Also bin ich sehr, sehr gespannt, wie das in den nächsten Wochen ablaufen wird. Die Grundskepsis gegenüber den Hoffenheimer Spielern bleibt also, wie man auch hier sieht, mit Grillo, mit Stach, die einzigen beiden, auf die man sich einigermaßen verlassen kann. Bischoff, eigentlich auch jemand, der trotzdem ganz cool sein kann. Und Kramaric kann immer mal seine Ausrasterspiele drin haben. Aber wenn die TSG so weitermacht, dann schießt sie sich komplett in die Kickbase in die Irrelevanz in Kickbase. Wenn sie das nicht schon so haben, dann auch noch in Kickbase zusätzlich. Props auf jeden Fall auch an Pauli. Die haben sich das Spiel hier auf jeden Fall verdient und auch verdient gewonnen. Jackson Irvine hat vor dem Spiel viel Kritik abbekommen, weil er halt scorermäßig letztes Jahr brutal geliefert hat und dann bisher in der Bundesliga-Saison noch nicht wirklich seinen Beitrag leisten konnte. Und jetzt liefert er einfach mal direkt zwei Assists, gerade das zweite, er erobert den Ball, er geht die wichtigen 30, 40 Meter und spielt dann super Steckpass auf den besagten Albers zum 2-0 und macht den Deckel drauf. Es ist schon sehr, sehr cool und haben die Paulianer sich auf jeden Fall verdient, die waren hier die bessere Mannschaft und ja, Kickbase-Relevanz wird sich für mich aber auch nicht großartig ändern. Eintracht Frankfurt gewinnt 7-2 gegen Bochum. Viele von euch werden genauso wie ich die Konferenz geguckt haben und es hieß immer wieder, Tor in Frankfurt, Tor in Frankfurt. Und die Mamouche-Besitzer hatten, glaube ich, den geilsten Tag, wie schon die komplette Saison auch sonst. Und alle anderen dachten sich, es ist wieder Tor in Frankfurt, bitte nicht Mamouche, ich kann das nicht mehr, der Mann ist komplett on fire. Er ist gerade der zweitbeste Spieler in der App mit einem 226 Average und es hört nicht auf. Es hört nicht auf. Er wird im Pokal gebencht, er kommt rein, er schießt das 2-0 gegen die Gladbacher oder das 2-1. Der Mann ist so dermaßen on fire, das ist wirklich, wirklich, wirklich nicht mehr normal. Es ist echt krass. Moda Hut auch mit 306 Punkten, Ikitike mit 2 Buden, 250 Punkten. Also wer hier gut aufgestellt hat, der wird richtig geile Punkte abgefarmt haben. Und für die Bochumer sieht es mittlerweile wirklich sehr, 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 sehr grauenvoll aus. Platz 18 mit einem einzigen Punkt in der Bundesliga. Ich weiß auch nicht unbedingt, wie das besser werden soll. Ich muss ehrlich sagen, dass ich diesen generellen extremen Low-Block-Ansatz sowieso irgendwie ein bisschen weird fand. Also man spielt hier in dem Spiel nicht unbedingt, weil man mit Miyoshi und Broschinski nochmal zwei Offensivspieler mehr bringt als in den Spielen gefühlt davor. Es ist aber irgendwie, I don't know, man probiert was anderes, dann spielt ein Wittek wirklich ein Katastrophenspiel, wird auch sehr früh ausgewechselt. Alles andere funktioniert auch nicht, Fehler vor Gegentor über Fehler vor Gegentor. Für Bochum sieht es gerade echt tragisch aus und ich weiß auch nicht so wirklich, wie sie sich da rausretten sollen. Ich bin mal sehr gespannt, wie sich das vom Ansatz her bilden wird in den nächsten Wochen, weil man muss was finden, was einigermaßen funktioniert, was einigermaßen replizierbar ist. Man hat diesen brutalen Low-Block gegen Bayern gespielt, jetzt einen anderen Ansatz gegen Frankfurt gespielt. Beides ist total in die Hose gegangen. Es sieht echt schlecht aus für Bochum und den Trainerwechsel hat man schon geschoben, hat man schon gezogen. Das heißt, es ist auch von den Karten, die man noch ziehen kann, echt eine schwierige Situation. Wir werden es auf jeden Fall beobachten und ich werde euch in den nächsten Wochen sagen, ob es da irgendwie für Kickbase Hoffnung geben kann. Bayern gegen Union können wir auch kurz machen, denn Union spielt, wie ich finde, jetzt kein Kackspiel. Die haben es echt probiert, aber Bayern ist halt einfach die absolute Übermacht. Punktemäßig gibt es dann wenig, was ich hier groß rausheben kann. Bayern ist einfach insanely good aktuell. Du kannst die nicht schlagen. Wenn die einigermaßen ihr Spiel runtergespielt bekommen, wirst du komplett aufgefressen und so war es auch hier wieder. Es wirkte sogar so, als spielt Bayern ein bisschen im Stromsparmodus und trotzdem haben sie das so dermaßen easy gewonnen, dass es hier keine Zweifel gab, dass Bayern das am Ende hoch gewinnen wird und genauso war es dann auch. Punktemäßig, wie ihr seht, natürlich auch vollkommen überragend. Jeder hat da richtig geile Rohpunkte gemacht.
Außer Palinja, bisschen enttäuschend, aber ja, ist halt eben der Sechser, der nicht so balldominant ist im Vergleich zu Kimmich. Kimmich aber auch wieder dieses Jahr. Ist aktuell der, glaube ich, drittbeste Spieler in der App, 196 im Schnitt. Das Punktebild hier ist crazy. Der hat seit Spieltag 3, wenn wir doch hier, na okay, dann machen wir auf Spieltag 3, hat er nur ein einziges Mal nicht über 200 Punkte gemacht. Und das ist absurd. Also der ist wirklich back to the roots. Der alte Kimmich ist back. Was soll ich groß erzählen? Also ich glaube, da können wir einfach drüber skippen. Sehr, sehr gutes Spiel von Bayern. Was vielleicht noch interessant ist, was viele interessieren wird, ist die Kingsley Coman-Serge Gnabry-Situation. Für mich ist das ein ähnliches Ding wie bei Leverkusen auf der 8. Für mich heißt das aktuell nicht, dass weder das Gnabry oder Coman der stärkere Spieler ist, sondern einfach, dass die Rotation aktuell so oder darin mündet, dass Gnabry die Spiele unter der Woche bekommt und Coman die Bundesligaspiele. Wenn ich Gnabry-Besitzer wäre, würde ich es jetzt noch einmal in Kauf nehmen, weil in der LSP kann sich das nochmal shiften. Ich glaube weiterhin, dass Gnabry der Spieler ist, der trotzdem mehr gesetzt ist. Kann mir aber vorstellen, dass er jetzt nochmal in der Champions League starten wird, dann Coman wieder in der Bundesliga, dann haben wir LSP. Ist natürlich auch kacke, dass Gnabry nicht mal reingekommen ist, das muss man auch dabei sagen. Dann haben wir aber Länderspielpause und danach, denke ich, wird Gnabry wieder starten. Da gehe ich zumindest stark von aus und vielleicht habt ihr dann Glück und der Wechsel hat sich genau geschiftet. Gnabry bekommt die Bundesliga-Spiele und Kingsley Coman die Champions League respektive Pokalspiele. Jo, Dortmund gewinnt 2:1 gegen Leipzig. Erstmal Props an Dortmund, das war ein sehr wichtiger Sieg, nachdem man da viel Kritik abbekommen hat. Gefühlt mit, keine Ahnung, 30 U18-Spielern auf der Bank da rumläuft. Und ja, mit dem gebeutelsten Kader, wie man sich es nur vorstellen kann, kommt dann auch noch die Mannschaft, die die beste Defensive der Liga stellt. Und am Ende gewinnt man, ich würde sagen, verdient mit 2:1, weil, nicht unbedingt, weil ich Dortmund brutal krass fand, sondern eher, weil ich Leipzig unfassbar schlecht fand. Die haben wirklich eigentlich fast gar nichts in dem Spiel hier gezeigt, was sie in den letzten Wochen immer sehr gut gemacht haben. Also das sämtliche Spiel, gerade das dynamische Spiel in der Offensive, abgesehen von dem Tor, was sie gemacht haben, das war überragend rausgespielt, ist komplett abhandengekommen. Und was Dortmund einfach gut gemacht hat, ist, ich meine, Dortmund spielt ja die ganzen Wochen schon nicht schlecht. Das Einzige, was Dortmund die ganze Zeit schlecht gemacht hat, ist die Entscheidungsfindung im letzten Drittel, hat für mich einfach nicht gepasst. Die hat jetzt in dem Spiel aber komplett gehittet. Man hat die Situation echt gut ausgespielt bekommen. Man hätte auch noch viel mehr Tore machen können. Brandt hatte ein, zwei hochprozentige. Es gab noch zwei, drei andere Situationen, wo man hätte noch mehr Tore machen können. Und was man auf jeden Fall positiv rausheben muss, er ist ja auch letzten Endes der Punkte-MVP in diesem Spiel, Maxi Bayer. Vollkommen angekommen in dem Spiel. Es war sein erstes wirklich richtig gutes Spiel im BVB-Dress, meiner Meinung nach. Hat er echt einen geilen Job gemacht, viel geackert, viel gelaufen, wurde ja auch am Ende mit Krämpfen ausgewechselt und wirkte wirklich, wir haben da am Tisch gesessen und haben gesagt, ey, der Mann hat kein Leben mehr in den Augen. Der war wirklich tot. Der hat wirklich alles gegeben in diesem Game für den BVB und das mündet am Ende dann, wie gesagt, in diesem 2-1-Spiel. Unter anderem geschultert von ihm. Also er hat ein sehr gutes Spiel gemacht. Was machen wir mit Donny Malen? Verkaufen. Ich glaube, Bayer hat damit dann jetzt erstmal den Vorzug. Und er ist auf jeden Fall nach dem Spiel jemand, den man sich mal eintüten könnte. Gerassi am Ende natürlich mit dem wichtigen 2:1-Siegtreffer für die Dortmunder. Und weil wir viel auf ihm rumhacken, Emre Abi hat ein sehr gutes Spiel gemacht. Will ich positiv rausheben. Er hat sich auch sehr dafür zelebriert und zwar vollkommen zu Recht. Man muss das mitnehmen. Man braucht diesen Mentality-Shift und man muss jetzt dieses Momentum ausnutzen, um in den nächsten Wochen nochmal an die älteren Leistungen anknüpfen zu können. Schlotter hat mir auch sehr gut gefallen, hat wieder ein Vintage-Schlotterbeck-Spiel gemacht, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und ansonsten, wie gesagt, guter Auftritt des BVB mit dem einzigen Unterschied, dass man das, was man in den letzten Wochen ebenfalls gezeigt hat, jetzt mal ausgespielt hat. Und ich bin sehr gespannt, ob man darin jetzt so ein bisschen Konstanz bekommen kann, weil wenn das der Fall ist, ist das weiterhin eine gute Mannschaft. Sie haben es noch nie wirklich im letzten Drittel auf den Platz bekommen. Yes, sir! Sonntag, Freiburg-Mainz, skippen wir, weil das war bodenlos. Also da muss und kann ich auch nicht viel zu sagen. Letzten Endes kaum Abschlusssituationen. Es gab zwei, drei hochprozentige, aber es war wirklich ein sehr, sehr trostloses Spiel von beiden Seiten. Beide Mannschaften kann man auch positiv rausheben, haben defensiv sehr gut gestanden. Wer da auch sehr positiv rausgestochen ist, war Bell. Es wurde ja am Pokal gesagt, Bello ist unser neuer Abwehrboss. Und ich dachte, ey, das klingt irgendwie total falsch. Aber er hat hier wirklich wieder mal ein sehr gutes Spiel hingelegt. Also Props an Bell in seinem hohen Alter hier nochmal so Performances zu droppen. Das muss man erstmal machen. Ansonsten gibt es zu dem Spiel, finde ich, nicht wirklich viel zu sagen. Und wir können es an der Stelle skippen und kommen dann zum letzten Spiel. Wie gesagt, wir werden heute Abend im Podcast nochmal im Detail auch über das Spiel reden und es so ein bisschen ausführlicher beleuchten. Rein aus der Kickbase-Sicht ist es absurd, dass die Borussia das hier 4:1 gewonnen hat. Warum? Wir sind in das Spiel reingegangen mit dem Gedanken, Bremen kommt aus einer sehr guten Phase, eine der besten Auswärtsmannschaften der Bundesliga. Letzte Woche gegen Leverkusen 2:2 gespielt und wirklich einfach Zielstrebigkeit,
Abschlussmomentum, das, was ich eben beim BVB gesagt habe, was in den letzten Wochen gefehlt hat, hat bei Bremen komplett gestimmt. Also das, was sie am Ende rausgespielt haben, hatte alles Hand und Fuß in den letzten Wochen. Und Gladbach war an einer ganz anderen Stelle. Gladbach hatte theoretisch gesehen recht viel rohen, toten Ballbesitz, haben aber die Transition aus dem eigenen Aufbau nie ins letzte Drittel bekommen. Hat sich das in dem Spiel groß geändert? Ich würde sagen, nein. Was Gladbach in dem Spiel hier richtig gut gemacht hat, ist, zum einen war Bremen echt nicht gut. Gerade in der ersten Halbzeit haben die total gepennt, war nicht wach. Gladbach hat die so ein bisschen mit, ja, was Gladbach auch so ein bisschen immer abhanden gekommen ist, mit so ein bisschen Körperlichkeit, Robustheit, Wachheit, wenn man es so nennen will, Konzentration, in der ersten Halbzeit überrumpelt und haben das, was sie hatten, am Ende sehr gut ausgespielt. Also die Tore waren letzten Endes im letzten Angriffsdrittel. Einfach super ausgespielt. Klar, Präzision, gute Abschlusssituation kreiert und gute Abschlüsse genommen. Und so führt man dann hier zur Halbzeit mit 3:0 und Bremen weiß überhaupt nicht, was passiert ist. Haben aber auch gleichzeitig in der ersten Halbzeit überhaupt nicht ihre PS auf die Straße bekommen. Sie kommen dann in der zweiten Halbzeit raus, spielen eigentlich ganz gut, dominieren den Ball und erdrücken die Gladbacher in den ersten 10 Minuten nach der Halbzeit wirklich komplett. Irgendwann fällt dann sogar das Tor durch Keke Top. Und ich weiß gar nicht mehr, ob das Gladbach-Tor zuerst gefallen ist oder das Bremen-Tor, ist am Ende auch egal, weil man kriegt diese Phase zwar auf den Platz, aber es reicht am Ende nicht, um ein Tor zu erzielen. Und am Ende dümpelt es dann im Ende der ersten oder am Ende der zweiten Halbzeit so ein bisschen vor sich hin aus. Natürlich später noch die gelb-rote Karte für Mitch Weiser, das hat mit Sicherheit auch nicht positiv dazu beigetragen. Ich fand es enttäuschend, bin ich ganz ehrlich, ich habe deutlich mehr von Bremen erwartet und finde auch, dass sie eigentlich eine deutlich bessere Mannschaft sind als das, was sie jetzt in dem Spiel zeigen konnten. Auf der Gladbacher Seite Props im Sinne von das, was sie hatten, haben sie perfekt ausgespielt, natürlich personifiziert durch Tim Kleindienst, der hier einfach zum Lieferdienst wurde und jede einzelne Aktion mit einem Assist gefühlt beendet hat. Der hat wirklich, also Tim Kleindienst ist wirklich ein brillanter Stürmer. Und ich bin euch ehrlich, das sage ich nicht nur, weil ich ihn liebe und weil ich ein bisschen Gladbach-Bias habe und weil ich Tim Kleindienst-Bias habe. Ganz ehrlich, der ist aktuell für mich, für die deutsche Nation, der beste Stürmer, den du aufstellen kannst. Weiß nicht, ob ihr es anders seht, aber ich finde, der macht da so einen dermaßen geilen Job gegen den Ball. Pressingverhalten, Läufe ins letzte Angriffsdrittel, gerade so Dartruns. Also wenn du situativ in den 16er reinsprintest und versuchst dort einfach mit einem One-Touch-Ding das Ding zu finishen. Er macht das so gut, gleichzeitig in dem Spiel, wie man sieht, geile Übersicht, gute Präzision im letzten Ball. Er ist einfach ein überragender Fußballer und rettet da die Gladbacher am Ende über die letzten Wochen, hat auch einen sehr, sehr geilen Average aktuell durch jeden einzelnen Spieltag, 153 Punkte im Schnitt. Allein die letzten 4 Spiele sind ja wirklich Wahnsinn, also 4 Tore und 3 Assists in den letzten 4 Spielen, das kann man auf jeden Fall mal so machen. Tim Kleindienst, Hut ab, sehr, 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 sehr krasses Spiel, ansonsten wie gesagt präzise mäßig alles gut ausgespielt. Stöger ist auch nochmal so ein Thema, werden wir sicher auch im Podcast nochmal drüber reden, ich muss den heute aufplagen, weil wir da richtig viel drüber reden werden. Ja, ich hab ein weirdes Gefühl. Das Ding ist halt, Sioane wird sich ja bestätigt fühlen. Du führst nach der Halbzeit 3:0, Stöger steht nicht auf dem Platz. Und Player hat noch ein Tor gemacht. Ich finde aber weiterhin, er hat jetzt nach Einwechslung nicht so geil gespielt. Er macht zwar das Tor und hat am Ende auch probiert, so ein paar Pingbälle hinter die Kette zu spielen. Die waren aber irgendwie so ein bisschen lustlos und unpräzise. Also da hätte ich mir gerne noch so ein bisschen mehr gewünscht. Ich glaube, das wird sich nicht großartig ändern. Und warum ich weiterhin sage, ihr solltet euch Ersatz suchen, selbst wenn er jetzt das nächste Spiel starten sollte, ist er dann jemand für 30 Millionen, der trotzdem früh ausgewechselt wird und mit Sicherheit trotzdem mal das eine oder andere Mal auf der Bank sitzen wird. Und das ist deswegen der Punkt, warum ich sage, wenn ihr einen guten Ersatz findet, würde ich den weiterhin abgeben, auch wenn er jetzt hier das Tor gemacht hat. Das ist einfach zu unabsehbar, weil er und der Sioane aktuell nicht einfach dieses Standing haben wird. Das war's, meine lieben Freunde, mit Bundesliga-Rückblick Nummer 9. Ich hoffe, das Ganze hat euch Spaß gemacht. Mir hat der Spieltag auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Ich werde jetzt endlich wieder ins Gym gehen und dann nehmen wir Podcasts auf. Könnt ihr, wie gesagt, gerne abchecken auf allen gängigen Podcast-Plattformen, Fernschuss und Podcast. Sorry für die ganzen Plugs heute, ich küsse eure Herzen. Und ja, wir sehen uns dann morgen zu den Kaufempfehlungen. Damit wünsche ich euch auch ganz viel Spaß. Haut rein, bis dann und ciao, ciao.